Hallo Freunde, hier ist Manfred, der Waldläufer. Nun melde ich mich mal wieder. In den letzten Monaten ging es wieder heiß her wegen dem Weihnachtsgeschäft. Deshalb ging da so gut wie gar nichts bei mir, was Bushcraft betrifft. Das soll jetzt aber keine eigene Beschwerde sein, im Gegenteil. Ich freue mich ja darüber, dass es so gut lief. Allerdings wollte ich mir unbedingt zumindest mal einen Tag Zeit nehmen, um in den Wald gehen zu können. Aber ich wollte da den Schnee abwarten. Und tatsächlich, dann lag mal ein oder zwei Tage gut Schnee. Und genau da passte es mir zeitlich nicht rein, da ich in der Schweiz zu Besuch war. Naja, irgendwann wird es schon klappen. Hier habe ich noch ein paar Aufnahmen vom Herbst. Und wo ich das gesehen hatte, bekam ich so richtig Lust darauf, in den Wald zu gehen. Da wäre ich mal wieder gerne einen ganzen Tag unterwegs gewesen. Ich finde den Herbst überhaupt am schönsten, um in den Wald zu gehen. Farbenfroh und vor allem keine Zecken mehr. Mit diesem Video wollte ich mich zwischendurch nur mal wieder kurz bei euch melden. Nicht, dass manche wieder denken, ich sei verschollen. Auf jeden Fall kommt Chris am kommenden Sonntag zu mir zu Besuch. Treffpunkt ist wieder die Grillstelle, wo ich mich auch schon damalig mit Pierre getroffen hatte. Er fährt schon um 5 Uhr von zu Hause weg, sodass er dann etwa um 7.30 Uhr bei mir sein wird. Ich finde, das ist ein schöner Treffpunkt, denn dann kann derjenige, der schon früher da ist, bereits ein Lagerfeuer entfachen und ist schon mal in der Natur. Und da es ja um Buschkräften geht, was liegt also näher, dass man sich gleich in der Natur trifft? Großartig geplant haben wir noch nichts. Alles mal offen gelassen. Zunächst werden wir mal schauen, wie es ums Camp steht. Dann mal sehen, entweder auf die Niklashütte oder einfach durch die Büsche schlagen. Da gäbe es ja einige Möglichkeiten. Vielleicht finden wir ja irgendwo noch eine Stelle, wo Schnee liegt. Wäre schon cool, so bei Schnee ein Lagerfeuer machen. Auf jeden Fall wird es wieder Material für Videos geben. In der Nähe der Niklashütte soll ja auch noch eine weitere Hütte sein. Die kenne ich noch gar nicht. Wer weiß, vielleicht können wir die ja auch mal suchen. Was man nicht alles machen könnte. Man müsste echt mal 4 Tage unterwegs sein. Nun möchte ich mich verabschieden. Bis demnächst. Freue mich schon auf den Besuch von Chris. Euer Waldläufer Manfred. Ciao.